Heute schauen wir hinter die Kulissen des Model-Business und begleiten mehrere Fotoshootings in Luzern, einer Stadt in der Schweiz. Am Anfang besuchen wir Carla in einer etwas skurril eingerichteten Wohnung und gehen dann zu Kerstin und Evelyn über, die uns ihre Kleidung im Hotel Seeburg präsentieren. Heute schauen wir hinter den Kulissen von einem Model-Business und begleiten mehrere Fotoshootings in Luzern, in der Stadt, in der Schweiz. Am Anfang suchen wir Carla in eine etwas skurrile, eingerichtete Wohnung und gehen dann zu Kerstin und Evelyn, über die uns Kleider im Hotel Seeburg präsentieren. Das war Schweizerdeutsch. Ja, grüezi, ich bin hier bei einem Fotoshooting in Luzern, das ist in der Schweiz. Und wer glaubt, dass Modeln einfach ist, der irrt sich gewaltig. Weil Modeln ist an sich ein ganz normaler Job. Man steht um 7 Uhr auf, frühstückt dann und dann geht sofort um 8 Uhr zur Arbeit. Und mittlerweile ist es schon 4:30 Uhr. Wahrscheinlich wird es auch bis 8 dauern, also 14 Stunden sind wir hier am Fotografieren. So, das Fotoshooting ist mittlerweile vorbei und ich habe Carla hier, ein internationales Model aus Brasilien. Hallo Carla. Hallo. Und ja, sie wird uns ein paar Einblicke geben über ihr Modelleben, über ihre Karriere und was sie so macht. Okay, dann start with the first question. Traveling is my favorite part about my job. Okay, sometimes we cannot make a lot of plans, like I missed a lot of birthdays of my family. I missed a lot of, you know, even my birthday at home. That's the bad part. But also I get so much every time I travel somewhere. Like today we are in Switzerland, and it's my second time here. But the first time I couldn't have a look in the city, and this time I could. So traveling is the best part for sure. And how many countries do you make photo shootings? Oh god, a lot. In Europe, I know a lot of. I don't know. I've been in Asia, in China, Korea, Hong Kong, Taipei, and then I came to Europe. I did Greece, Milan, Paris, Sweden, Germany, London, Miami, New York, LA. I don't know. Cool, that there are Jordan. Lots of countries. Oh gosh, yeah. Hawaii. Japan. Okay, you forgot talent. Another question. As a model, you have to be very slim. And what's your secret? How do you stay in shape? Well, nobody believes, but I eat everything what I want. And I just started the boxing class. I'm in love with the boxing. The secret is never stop to work out. I don't think diets really make that a big effect. And if you want to listen something that's real, you should eat everything where you want, whenever you want. Because if you keep, you know, that desire, wanting something to eat, when you eat, you're gonna eat double time. Yeah. So if I want a chocolate, I just go and eat the chocolate, because I'm gonna eat so much stuff around the chocolate that it's better eat one chocolate and be satisfied and don't eat anything else. Then, you know, just, I don't make diets, I just work out. I do workout, I go to the boxing, I do Pilates, and that's it. Many girls want to be like you, want to work as a model. And can you give them a tip how to become a model? You're gonna hear a lot of no's, a lot. Even for these small jobs, you're gonna hear no, you are not in the right time or not in the right season, but you have to keep trying. I don't know, if you have a dream, you should go and try your best, because nobody has the power to make you believe you can't do something. So you should believe in yourself till you make everyone else believe in you.
So, bei unserem zweiten Interview darf ich die ehemalige Miss Schweiz begrüßen, Kerstin. Ja, hallo Kerstin. Hallo. Möchtest du uns vielleicht sagen, inwiefern sich der Modelberuf von anderen Berufen unterscheidet, wie zum Beispiel im privaten als auch im beruflichen? Also bei mir ist es noch ein bisschen speziell. Ich bin da ein bisschen in dem Modelbereich unterwegs und habe sehr viele Shootings auch im Ausland und ich reise sehr viel und es ist eigentlich immer sehr streng und man sieht die Familie nicht und also es ist wirklich ganz anders als du bei deinem anderen normalen Beruf erlebst. Natürlich und ich würde sagen, es ist viel abenteuerreich. Okay, dafür, ja, also viel spannender, abwechslungsreicher. Genau. Kommt dabei das Privat nicht zu kurz? Ja, also manchmal sehe ich schon meine Familie und meinen Freunden vielleicht einen Monat nicht mehr. Aber ja, also ich habe sehr viel Kontakt mit ihnen und alles und natürlich heutzutage, also das Handy, dann hast du Skype oder was auch immer und ja, wir sind immer in Kontakt und sicher einmal im Monat sehe ich alle. Ja. Also es ist schon möglich, dass ich sehe. Also klar ist es halt, du musst damit rechnen, dass du manchmal ein bisschen länger alle nicht siehst. Okay. Und was magst du am meisten über deinen Job? Ich reise sehr gerne. Also ich war schon in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist einfach so cool, auch die anderen Kulturen kennenzulernen. Und natürlich auch Shootings mache ich sehr gerne, weil du dich immer in eine andere Rolle hineinschlüpfen musst. Und das ist wirklich sehr spannend, das Ganze. Spielkleidung selbst oder Mode eine große Rolle in deinem Leben? Ja, also ich würde es schon sagen, also auch jetzt als Miss Schweiz muss ich immer etwas Neues anhaben, immer verschiedene Schuhe und also ich mag das eigentlich schon. Also ich denke schon, dass Fashion, weil es auch zu meinem Beruf gehört, dass es mich auch sehr interessiert und eine große Rolle spielt, ja. Ja, und als Model musst du wahrscheinlich auch ja, fit bleiben, dünn bleiben, damit du den Beruf weiter ausüben kannst. Was ist dein Geheimnis? Wie bleibst du fit? Also ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich das Schwierigste an meinem Beruf. Weil ich esse sehr gerne. Also ich bin nicht die nur, die irgendwie Vegetarier ist oder nur Gemüse und Früchte isst, sondern ich esse einfach wirklich alles. Von Schokolade, Kuchen bis zu Fleisch und Fisch und eigentlich alles. Also deswegen, ich muss eigentlich immer schauen, dass ich Sport mache. Das ist eigentlich das, wo mich eigentlich fit. Also wenn man sich die Aufnahmen so anguckt, glaubt man jetzt eigentlich gar nicht. Oh doch, die Leute, die mich kennen schon, die lachen wahrscheinlich. Wie geht es weiter? Was möchtest du nach deiner Modelkarriere machen? Also ich studiere an der Open University, studiere ich Environmental Studies für die Umwelt. Und da möchte ich mich natürlich für die Erde einsetzen und ja, also das würde ich dann gerne später machen. Kannst du denen irgendeinen Tipp geben, wie auch so ein tolles Model werden? Also ich würde sagen, sie sollen sich einfach selber bleiben, ihre eigene Persönlichkeit in den ganzen Beruf hinein platzieren und ja, es ist schwierig zu sagen, wie man da richtig gut kann. Also ich würde sagen, immer professionell bleiben, das ist das Wichtigste. Als Model bist du eigentlich, ich würde sagen, die unterste Kette. Oder, ja, weil du bist immer gut behandelt, je nach Kunde. Aber du hast eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Du musst wirklich das machen, was sie eigentlich von dir verlangen. Also wenn es wirklich eiskalt draußen ist und du nur mit deinem Bikini dastehst, dann kannst du nicht sagen, nee, es ist kalt, das will ich nicht. Ja. Sondern du machst es einfach. Dann ist einfach durch. Also Professionalität ist schon da sehr wichtig. Okay, dann sind wir mit diesem Interview zu Ende. Vielen Dank für das Interview. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mal auf Schweizerdeutsch. Möchtest du anfangen? Ja, also danke vielmals für das Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch mit dir jetzt hier hinter der Kulisse zusammenzuarbeiten. Danke vielmals und tschüss zusammen. Tschüss.